Ich möchte euch ganz herzlich da begrüßen zu unserer Einweihung. Es ist ja eine zweite Einweihung. Man hat das schon mal eingeweiht 1938, aber ein bisschen anders. Und ich habe festgestellt, dass zum Glück der Sigmund Stankiewicz einmal verrückt war und die Mauer da oben hat zumauern 1999. Sonst hätten wir heute keinen so schönen neuen Kirchenweg. Und jetzt sind wir da und dürfen diesen Weg endlich offiziell eröffnen. Und gestern war ja noch schön, haben sie den Installationsplatz von der ganzen Baustelle endgültig weggeräumt. Und da bin ich froh, das ist gut. Und ich werde jetzt begrüßen. Zuallererst Anna Stankiewicz, die heute im Schloss wohnt und für das Schloss zuständig ist und wo sehr viel hat investiert, dass das geht mit dem Weg. Dann möchte ich begrüßen unseren Gemeindepräsidenten Thomas Hanke, der mit der Gemeinde viel Geld und Zeit und so investiert hat. Und der Thomas Hanke ist da mit seinem Mitarbeiter Thomas Marti von der Bauverwaltung. Und dann haben wir von der Kirchgemeinde den Walter Tut. So, dann werde ich als erstes der Anna das Wort geben. Liebe Anwesende, ich kann auf Französisch sagen, tout est bien, qui finit bien, alles Ende gut, alles gut. Ich bin froh, dass wir das Kapitel mit Kirchenweg jetzt haben können, so befriedigend abschließen und bedanke mich bei allen Projektmitarbeitern für die gute Zusammenarbeit und hoffe, dass alle auf der Gemeinde und Kirchengemeinde Freude haben an diesem neuen Weg. Merci vielmals. Ja, auch von meiner Seite her herzlich willkommen. Es gibt so ein Bonmot, gut Ding will Weile haben. Und das Bonmot darf man für das jetzt abgeschlossene Projekt mit Fug und Recht anwenden, zumal auch jetzt das vorliegende Resultat überzeugen. Das Projekt Sanierung Schloss und Kirchenmauer mit ergänzendem Bau vom neuen Weg ab dem Sternenplatz bis zur Kirche, mit der Neugestaltung der Wegführung von der Kirche entlang am Friedhof, hat sich durch eine sehr hohe Komplexität ausgezeichnet. 5 Player, die Schlossbesitzer, die Kirchengemeinde, die politische Gemeinde, die kantonale Baudirektion und auch der archäologische Dienst haben sich in einem aufwendigen Verfahren müssen finden und einen gemeinsamen Nenner erarbeiten. Das ist gelungen. Auch wenn sich aus der Projektentwicklung heraus wegen Projektergänzungen und wegen der teureren Sandsteinbeschaffung Mehrkosten ergeben haben. Es ist in meinen Augen noch gelungen, während der Bauphase die Hindernisse für den motorisierten Verkehr auf der Thunstrasse auf ein erträgliches Mass zu reduzieren. Und wenn wir jetzt auf die Thunstrasse rausblicken, dürfen wir auch feststellen, dass die Sicherheit für die Velofahrer, sofern sie sich dann an die Verkehrsregeln halten, erheblich hat verbessert hat. Die Kirche Muri, auch wenn sie neben der Straße steht, steht sie doch für viel mitten im Dorf, kann jetzt von zwei Seiten und hindernisfrei erreicht werden. Kirche, Friedhofbesucher, Spaziergänger, Verkehrsteilnehmer, alle dürfen sich an der neuen Lösung freuen. Und ich möchte dazu allen Beteiligten, namentlich auch der Schlossherrin, herzlich für ihren Beitrag, den sie dazu geleistet haben, danken. Merci vielmals. Ja, werte Anwesende, die grösste Gewinnerin, wenn man so sagen will, ist natürlich die Kirchgemeinde, respektive sind die, die den Weg in die Kirche finden. Vor allem, wenn sie da von Norden herkommen, ist es jetzt deutlich einfacher und deutlich sicherer. Man kann fahren, man kann rollen über die Pisten fast gar. So einen tollen Weg haben wir ja noch nie gehabt. Nicht, dass ich den alten möchte vernötigen, aber so wie der ist er ganz sicher nicht gewesen. Also, grosse Freude bei allen hier. Mein Dank geht an alle, die mitgearbeitet haben, vor den Kulissen. Sie sind genannt worden, hinter den Kulissen. Ganz sicher auch ganz Haufen. Wir hoffen, der Weg wird benutzt. Der Weg, respektive die Mauer, bleibt so jungfräulich, wie sie jetzt noch ist. Nach den Interventionen, die es leider auch schon gebraucht hat. Also, es ist ein toller Tag. Wir sind nur glücklich, dass wir das Resultat geschafft haben zusammen. Also, liebe Anwesende, Bauherren, die hier anwesend sind, ich als Gesamtleiter
von dieser ganzen interdisziplinären Arbeit, die wir haben müssen machen. Der Thomas hat schon gesagt, sehr viele Bauherren wie Amtsstellen, besonders Archäologische Dienst, wo wir im Projekt bei uns hatten und hat schwere Auflagen gegeben. Es war für uns ein sehr spannendes Projekt gewesen. Es hat in der Corona-Zeit natürlich auch den Vorteil gehabt von uns, dass es weniger Verkehr hatte. Darum konnten wir schneller bauen. Eins Plus von dieser Corona-Pandemie. Weiter möchte ich da noch etwas erwähnen, was ich glaube sehr wichtig ist. Wir haben zusammen mit der Denkmalpflege können erwirken, dass wir die alten Sandsteinblöcke, die 60x60x60 Durchmesser hatten, haben nicht müssen dem Unternehmer unterlassen, dass er die für den Strassenbau verwendet, sondern wir konnten 60% von diesen bestehenden Sandsteinquader wiederverwenden, haben die zurückgenommen, haben 25 cm dicke Platten rausgeschnitten und haben die wieder versetzen an dieser Sandsteinverkleidung. Also man sieht es, für die, die ein genaues Auge haben, die Farbe ist etwas unterschiedlich in der Helligkeit und da kann man erkennen, dass man viel von diesen Elementen wieder brauchen konnte. Das ist im Sinn von Nachhaltigkeit sicher ganz richtig gewesen. Da möchte ich auch nicht mit Denkmalpflege ganz merci sagen, dass sie das mitgemacht haben. Schnitt! Du hast am 7. noch mal die Chance. Gut. Also. Also, so, Hans. Also, nach dem anstrengenden Akt, den wir jetzt hatten mit dieser Schneiderei, die nicht alle gearbeitet haben, ist es höchste Zeit, dass wir in diesem wunderschönen Spätsommerabend auf diesen schönen Weg anstoßen. Ich muss danken allen, die dabei waren. Gesundheit mit dem Applaus. So. So, ja.